Genau. Ja, also nochmal danke für die einführenden Worte und so weiter. Ich greife das Thema des Archivtags jetzt von einer ganz anderen Seite, in einem anderen Kontext auf. Künstlerinnen und Künstler als Nutzer von Archiven oder wirklich als Nutzer, als Kunden der Archive. Es geht also nicht so sehr um, ich sag mal, Kunstausstellungen, die das Archiv beziehungsweise dessen Räume oder auch die Ausstellungsflächen mehr oder weniger nur als Kulisse nutzen. Und noch weniger geht es um von Archiven eventuell mitbetreute Museen oder Galerien, sowas gibt es ja immer wieder mal, in denen Kunst letztlich gezeigt wird. Dabei können natürlich in Archivräumen schöne Veranstaltungen und gute Ausstellungen, gute Kunstausstellungen entstehen, das ist keine Frage. Und die Resonanz in der Öffentlichkeit und bei den Archivträgern, was auch sehr wichtig ist, ist ja durchaus vorhanden. Und nebenbei, das Archiv wird durch solche Kunstausstellungen ja auch vom Publikum, von einem anderen Publikum durchaus auch mit wahrgenommen und bleibt sozusagen im Stadtgespräch, im regionalen Gespräch präsent. Ja, jetzt ein Schwenker nach Wien sozusagen, extra für den Tagungspräsidenten. Ich bringe jetzt ein paar Beispiele für Ausstellungen, bei denen kein oder relativ wenig Bezug zur Nutzung des Archivs und der Archivalien besteht, aber einfach mal ein paar Beispiele. Jetzt mal ein kurzer Rückgriff auf Speyer, Stadtarchiv Speyer. Ein eigentlich sehr pragmatischer Fall, der Lesesaal des Stadtarchivs. In Speyer bietet nur sehr begrenzte Möglichkeiten, um durch Ausstellungen bespielt zu werden, wird er allerdings und wurde er auch. Man hat dort ein paar Vitrinen, man hat Wandflächen mit einem Hängesystem, ganz einfach letztlich. Und so fand hier im April 2013, im Sommer 2013, eine kleine Ausstellung des allerdings sehr bekannten Wiener Künstlers Herwig Zenz statt. Das Thema war ein stadtgeschichtliches in einer gewissen Weise. Herwig Zenz hat auf Anselm Feuerbach, einen Speyerer Maler mit starken Wiener Bezügen, zurückgegriffen. Also ein Hauch von Stadtgeschichte war vorhanden. Das Ganze ist dann letztlich hat nicht dazu geführt, dass weitere Kunstausstellungen stattgefunden haben, obwohl eigentlich gute Kunst, ich sag mal, Kontakte zur Kunstszene vorhanden waren. Wir haben einfach eine stadtgeschichtliche Dauerausstellung an die Wände gehauen und die ist auch pflegeleichter letztlich. Genau, das zweite Beispiel aus Frankfurt jetzt mal. Im Institut für Stadtgeschichte in Frankfurt spielen Kunstausstellungen seit vielen Jahren eine ganz erhebliche Rolle. Zumeist von regionalen Künstlern mit Frankfurt-Bezug natürlich. Regelmäßige Präsentationen finden sich in den öffentlichen Bereichen des Instituts, mehrmonatige Ausstellungen in aller Regel, die zu den stadtgeschichtlichen Ausstellungen letztlich parallel laufen. Wenn Sie hier dieses Bild von mir jetzt mal anschauen, dann sehen Sie im Hintergrund sozusagen den stadtgeschichtlichen Ausstellungsraum und vorne eben eines dieser Werke, die aktuell zu sehen sind, von Fides Becker. Solche Kunstausstellungen, ob als regelmäßige Reihe, also als Kunst im Lesesaal zum Beispiel, oder sporadisch oder auch nur auf ganz wenige Tage bezogen, finden sich in eigentlich ziemlich vielen Archiven. Einfach mal zwei Beispiele, die sehr aktuell sind, vielleicht nicht jetzt direkt aus der Region. Einmal die BSCU-Außenstelle in Leipzig. Wem sagt, oder wer hat einen Bezug zu Leipzig? Wem sagt das Kürzel WGT etwas? Das Wave-Gothic-Treffen, das war jetzt gerade am Pfingsten gewesen in Leipzig. Und die BSCU-Außenstelle macht seit Jahren eigentlich Präsentationen für die Gruftis, die zum WGT kommen. Hat den Hintergrund, dass letztlich die Gruftis in der DDR, also in den 80er Jahren, im Visier der Stasi waren. Gleichzeitig finden dort auch sozusagen allgemeine Kunstausstellungen statt, Kunst im Lesesaal mit Vernissage, Finissage und so weiter und so fort. Ein ganz aktuelles Beispiel kommt jetzt. Genau. Und zwar morgen im Hessischen Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden. Den Text müssen Sie jetzt nicht lesen. Es geht darum, dass unter dem Schlagwort Haus der Geschichte, Haus der Kunst, zahlreiche im internen Bereich des Archivs befindliche Kunstwerke im Rahmen von Führungen gezeigt werden sollen.
allesamt wurde in Mitte der 80er Jahre erworben. Man läuft da im Prinzip mehr oder weniger vorbei. Ja, und das Ganze findet in der Reihe, die jetzt nicht ganz passt, aber irgendwie schon, hessische Unternehmen zeigen ihre Kunst statt. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Ich möchte jetzt den Blick auf Künstlerinnen und Künstler als Archivnutzer lenken. Die Nutzung des Archivs im weitesten Sinn, natürlich als Recht auch seine Archivalien, die Inspiration durch Archivalien, die Beschäftigung mit der Funktionsweise oder auch den Kernaufgaben von Archiven als letztlich Hintergrund von Kunstprojekten. Da geht es dann auch darum, dass der Austausch mit den Archivarinnen und Archivaren stattfindet, dass ein Dialog einfach existiert. Erstmal der Hinweis auf Emily Loney, eine kanadische Archivarin mit einem sehr lesenswerten Blog, die sich da auch mehrfach über Kunst und Archive geäußert hat. Das Zitat gehen wir jetzt ganz schnell mal durch, wenn es denn kommt. Ich verweise dann nur darauf, also ihr geht es darum, dass sie letztlich auf Maler, Fotografen, Liedermacher, Musiker und so weiter verweisen, auch Remixer, nur so als kleines Stichwort, die letztlich die Nutzung von Archivalien betreiben und dadurch noch einen ganz anderen Kontext schaffen, in dem dann Archivalien dargestellt werden können und so weiter. Die Spannweite der Nutzung, die sie beschreibt, reicht von Archivalien, die als Inspiration für Musik dienen, über Unterlagen, Karten und Fotos, die im Rahmen etwa eines Storytellings genutzt werden, bis hin zu einem ja, letztlich mehr oder weniger offiziellen Programm von Künstlern in Residence. Und da gibt es auch Beispiele dafür, etwa in Portland, in den USA. Und das Ziel dort bei diesen Künstlern in Residence war eigentlich ganz einfach. Einmal eine Öffnung des Archivs für weitere Nutzergruppen, dann neue Wege der Nutzung von Archivalien zuzulassen und das alles im Rahmen eben eines gleichberechtigten Dialogs mit den Archivaren ist auch eine ganz wichtige Sache. Es gibt auch umgekehrte Fälle, den greife ich jetzt mal heraus, einen Fall, nämlich die Beteiligung von Archivaren direkt bei Kunstprojekten, bei Kunstaktionen in Galerien etc. Ein Beispiel sehen Sie hier aus dem Martha Herford, und zwar die Installation der Künstlerin Anastasia Ax im Februar 2017. Sie nutzt in ihren Installationen oft, das ist jetzt sehr archivnah, Altpapier aus regionalen Recyclingunternehmen. Das Papier, das aus ja, Verwaltungen, Firmen, wo auch immer her stammt, wird dort zu Blöcken gepresst und damit ja eigentlich für die Weiterbearbeitung vorbereitet. Für Ax bilden aber diese Blöcke ein Querschnitt aus weggeworfenen Informationen einer spezifischen Region und Zeit und letztlich die Basis für die Reaktivierung von vergessenen Geschehnissen. Wenn man sich das überlegt, ist es natürlich nicht ganz falsch. Der Herforder Stadtarchivar Christoph Laue beteiligte sich an der Installation, indem er an zwei Abenden aus dem Papiermaterial Stücke herauszog, diese bewertete, auf Karteikarten erschloss und in säurefreie Mappen ablegte. Alles wurde dann Teil der Installation letztlich. Es blieb dann, wie gesagt, noch einige Wochen im Martha Herford und konnte eben auch ja, besichtigt werden. Sie sehen hier die Kartons. Anastasia Ax hat es mitgenommen. Also das Stadtarchiv hat da irgendwie, hat es ausgeliehen, sagen wir mal. Aber gut. Na? Genau so sah das dann ungefähr aus. Na? Bevor ich jetzt konkret auf drei insgesamt Projekte komme, die jeweils einen dezidierten Bezug zur Nutzung von Archivalien haben, will ich jetzt noch mal kurz den Bogen zu einem anderen Begriff wenigstens mal spannen, zum Stichwort Remix. Man denkt da vielleicht an Musikindustrie, andere denken da aber an andere Dinge. Wenn man sich die Creative Commons anschaut, ist ja vielen von Ihnen ein Begriff, die werden ja auch bei der Deutschen Digitalen Bibliothek verwendet, bei der Europäana sowieso, dann erhält der Begriff Remix noch eine andere Bedeutung, im Sinne der Bearbeitung und Veränderung von Kulturdatensätzen, von Archivalien letztlich.
An dieser Stelle könnte man dann, das mache ich jetzt sehr schnell, auf die Europeaner nochmal verweisen, auf das Projekt Remix Europeaner, auf die Europeaner Labs vielleicht. Dort sind im Prinzip eine Spielwiese im Beta-Stadium auch für Künstlerinnen und Künstler und Kreative, die sich eben mit Kulturdatensätzen, auf Archivdatensätzen letztlich auseinandersetzen wollen. Genau, das Stichwort ist auch schon gefallen. Hackathons, das ist die deutsche Variante, Coding Da Vinci, wird jetzt übrigens 2018 im Rhein-Main-Gebiet stattfinden, nur so als Hinweis, also auch mal in der Region, nicht nur in Berlin. Die Schweiz ist heute Morgen, wie gesagt, genannt worden. Es geht darum, dass da die freie Nutzung von Beständen angestrebt wird. Es treffen sich Informatiker, Hacker in Anführungszeichen, es treffen sich Kreative und Künstler und bearbeiten eben Kulturdatensätze. Ein Beispiel davon, weil es jetzt wieder sehr nahe liegt, das Landesarchiv Baden-Württemberg war bei Coding Da Vinci 2015 dabei. Genau, da haben wir es. Und da wurden Patentzeichnungen des 19. Jahrhunderts präsentiert, also ein eigentlich ansprechender, ein sehr schöner Bestand. Und verschiedene Leute wollten das zum Leben erwecken, also durch, sag mal, virtuelle Bewegung und so weiter und so fort, sah auch als Prototyp interessant und gut aus, ist aber dann leider gescheitert. Aber das ist nur ein Beispiel, dass man gescheitert ist, aber für Archive ist da noch viel Möglichkeit, eigentlich mal mitzumachen, denke ich. Genau. Jetzt zum ersten meiner drei Beispiele, das dokumentarische Theater. Das will ja auf Basis authentischen Materials historische und politische Ereignisse und Themen bearbeiten oder verarbeiten. Das klingt jetzt erstmal nach den 60er, 70er Jahren, ist es aber letztlich nicht und nicht nur. Zu denjenigen Autoren, die sich sehr stark auch mit archivischen Dokumenten und Medien beschäftigen und diese auch für sich sprechen lassen, zählt etwa Hans-Werner Grösinger. Ein weiteres Beispiel letztlich ist ja gestern Abend gezeigt worden, ganz klar, aus den Akten auf die Bühne. Letztlich eine ganz andere, eine ganz ähnliche Sache, sorry. Aber jetzt zu Grösinger, da gibt es einmal sein Projekt am Schauspiel Stuttgart unter dem Schlagwort Vorsicht Schusswaffen von 2007. Das Projekt basierte auf den Tonbandprotokollen des Stammheim-Prozesses im Staatsarchiv Ludwigsburg. Also eine nicht so sehr prickelnde Sache, diese Protokolle, aber gut, eine andere Geschichte. Ziemlich aktuell und sehr erfolgreich ist eine weitere Inszenierung. Im Jahr 2015 fand die Uraufführung von Grösingers Stück Stolpersteine Staatstheater in Karlsruhe am Staatstheater statt. Das Stück basiert ebenfalls auf Archivquellen, Spruchkammerakten, Personalakten und es geht dabei um die Ausgrenzung und Verfolgung jüdischer Künstler ab 1933 in Karlsruhe am Staatstheater. Das Bühnenbild, soll durchaus an eine Lesesaal- oder Recherchesituation erinnern. Es ist eine sehr bemerkenswerte Produktion, die auch vielfach sozusagen Gastspiele hat in anderen Orten. Wurde auch 2016 zum Berliner Theatertreffen eingeladen, also als eine der bemerkenswertesten Produktionen des Jahres 2015, wenn ich es richtig sehe. Den Film zeige ich jetzt nicht, wie gesagt, wir haben Tonprobleme. Nee, ich mache es dann am Ende, dass wir wenigstens mal einen Film haben, genau. Jetzt zum Thema Fotokunst, Arvid Messmer. Letztlich kommen wir in dem Fall wieder auf die Rote Armee-Fraktion als Thema zurück. Arvid Messmer lebt in Berlin, stammt aber aus Südbaden, hat ganz aktuell eine Fotoausstellung, die auf einer Recherche in verschiedenen Archiven basiert, im Folkwang-Museum. Zu diesen Archiven gehören das Bundesarchiv, auch das Staatsarchiv Ludwigsburg ist dabei. Das verwendete Material stammt aus dem Fundus von Polizeifotografen, also amtlichen Fotografen letztlich. Fotos von Demonstrationen, Veranstaltungen, Andreas Bader sehen Sie hier, Tatortbilder, Fotos des polizeilichen Erkennungsdienstes. Die eigentlich kriminalistischen Fotos aus den Archiven werden von Messmer in neue künstlerische Zusammenhänge überführt, wenn man das sozusagen parallel betrachtet. Die Erzählung
mittels der Bilder startet bei den Anfängen der RAF und endet vor ziemlich genau 40 Jahren, also mit der Schleierentführung und dem Selbstmord von Bader und Enslin in Stammheim. Genau, hier sehen Sie den Plattenspieler von Gudrun Enslin, schätze ich mal. Die Ausstellung unter dem Titel RAF, No Evidence, kein Beweis, wird derzeit, wie gesagt, im Museum Volkwang gezeigt. Sie kommt dann aber auch nach Mannheim zum Fotofestival der Metropolregion Rhein-Neckar und dann auch ins Staatsarchiv Ludwigsburg, wenn ich es richtig sehe. Schauen wir gerade mal kurz weiter rein. Ja, genau. Okay. Der Friedhof in Stuttgart, auf dem Enslin, Bader und Raspe beerdigt worden sind. Also ein Foto am Tag der Beerdigung von der Luft aufgenommen und so weiter. Na gut. Jetzt kommen die Credits, die übergehe ich sehr schnell. Messmer hat sich mehrmals intensiv schon mit archivischen Fotosammlungen beschäftigt. Das gilt für eine Ausstellung, zum Beispiel Zelle zur Entführung des Westberliner Politikers Werner Lorenz im Jahr 1975. Das gilt aber auch für Reenactment MFS, ein künstlerischer Blick auf die visuelle Hinterlassenschaft der Stasi. Das sind die Bilder, letztlich die Nachweise. Und da sehen Sie jetzt gleich nochmal letztlich die beiden etwas älteren Ausstellungen, die eben auch zeigen, wie stark da eben mit Archivalien gearbeitet wurde. Genau. Genau, jetzt zum dritten Projekt sozusagen, zur dritten Sparte. Es geht es um eine sehr freie Form der künstlerischen Darbietung, letztlich die Performance, die Aktionskunst. Auch hier haben wir eigentlich in den 60er, 70er Jahren einen Höhepunkt, wie beim dokumentarischen Theater auch. Und es gab auch in diesem Fall Vorläufer, etwa im Futurismus, Dadaismus und so weiter, statt fester Dialoge und der Aufführung im Raum des Theaters stehen bei einer Performance offene und oft ortsspezifische Aktionen und Handlungen im Vordergrund. Man denkt vielleicht an Beuys, an Schlingensief oder an die serbische Aktionskünstlerin Marina Abramovic unter Umständen. Als Archivar, der eben gerade nicht Theaterwissenschaften studiert hat, also wie ich, hatte ich erstmal wenig Vorstellung vom Vorschlag der Performance-Künstlerin Maria-Lena Maruda. Sie kam Ende 2015 auf das Stadtarchiv Frankfurt zu, mit dem Vorschlag, ihr Performance-Projekt endlich mal in einem Archiv aufführen zu können. Das Projekt hatte seinen Archivbezug, das sehen Sie hier, den Titel, letztlich ja schon im Titel. Poetry Exercises, an Archive of Unfamiliar Things. Es hatte vorher schon einige Anfragen von Maruda gegeben in verschiedenen großen Staatsarchiven, Landesarchiven in Deutschland. Meistens wurde auf eine gewisse Zeit später mal vertröstet. Wir haben es dann eben mal durchgeführt. Das Projekt entwickelte sich dann im Verlauf des Jahres 2016 im regelmäßigen Austausch zwischen den Künstlern und dem Archiv. Maria-Lena Maruda und ihre Kollegen beschäftigten sich intensiv mit der Arbeitsweise und letztlich den Kernaufgaben eines Stadtarchivs. Sie waren regelmäßig vor Ort, um Archivalien zu sichten und die Performance vorzubereiten. Und für mich war es auch eine tolle Gelegenheit oder eine interessante Gelegenheit, dass jemand mal freiwillig archivwissenschaftliche Fachbücher lesen wollte. Spaß beiseite, aber ich wollte fast den Papritz mal rausrücken, aber das habe ich dann gelassen. Die Aufführung selbst, oder die Aufführung, also Plural muss man sagen, fand dann Ende Oktober 2016 statt. Das war eine dreitägige Veranstaltung, war auch für diesen Kunsttypus ziemlich gut besucht, mit etwa 150 Personen. Und diese Performance war zugleich Teil des Festivals Implantieren. Das Programm von Implantieren habe ich hier mal dabei. Wer sich das anschauen möchte, ich verteile es auch gerne. Also ein Festival, das eben gerade Performance an Orte bringt, die nicht theaterspezifisch sind. Da steht hier Archiv, Boot, Buch, Club, Rennbahn, Studio.
eben kein Theater und Archiv ist dabei, finde ich gut. Schauen Sie es an. Ja, das Kunstprojekt bestand aus einem performativen Teil. Den Poetry Exercises sehen Sie hier im jetzt etwas archivuntypischen Refektorium des Karmeliterklosters. Und dann gab es einige Installationen oder sogenannte Arbeitsstationen. Die waren im ganzen Gebäude letztlich im Archiv verteilt. Einmal im Magazin, in der Bibliothek, in der Kartenabteilung und auch im Lesesaal. Die Poetry Exercises, also diese Performances, erzählen auf verschiedene Arten von persönlichen Erfahrungen. Zum Beispiel imitieren die Performerinnen alltägliche Klänge wie das Geräusch von Autos. Sie beschreiben sich auch durchaus widersprechend oder ergänzend vertraute Orte außerhalb des Archivs natürlich, wie das eigene Schlafzimmer oder eine Straßenecke im eigenen Viertel. Das eigentliche Archiv der Performance lag in den Arbeitsstationen. Das war für mich auch eigentlich der wichtigste Teil. Dort sollte das Publikum persönliche Erfahrungen aufzeichnen, sichten und dann letztlich auch inventarisieren, also letztlich archivieren. Die von den Besucherinnen hinzugefügten Materialien fungieren wiederum als Basis für weitere Performances. So thematisiert letztlich dieses performative Archiv die Lücke, zumindest sehen das die Künstler so, darüber kann man, denke ich, lange diskutieren, die Lücke, die sich zwischen dem eigentlichen Bewohnen einer Stadt und den in Archiven aufbewahrten offiziellen Dokumenten öffnet. Die Stationen dienten auch dezidiert dazu, die Besucher an das archivische Material heranzuführen. Also wir haben auch eine durchaus Aufwand betrieben und auch uns was gedacht dabei, wenn wir bestimmte Kartenpläne etc. von Frankfurt gezeigt haben und auch durchaus erklärt, es waren Kolleginnen da, die entsprechend auch die Besucher an die Hand genommen haben. Gemeinsam mit den mündlichen Aufführungen der Performances, also im Refektorium und den Arbeitsstationen, bildeten die Archivalien letztlich und letztlich das Archivgebäude, kann man auch so sagen, den Rahmen für das Gesamtarchiv, das wir da in 3 Tagen hatten. Jetzt müsste es weitergehen. Genau, die Karten- und Plansammlung. Das war ja eine Arbeitsstation im Lesesaal. Da wurden im Prinzip AV-Medien ausgewählter Art in den Lesesaal geholt. Es wurden Filme gezeigt und so weiter, aber eben auch letztlich in Selbstbedienung durch die Nutzer. Und wir haben dann damals natürlich auch die Gelegenheit genutzt, wenn die Leute schon da sind, die im weitesten Sinn noch nie in einem Archiv waren, die auch mal herumzuführen, also Führungen anzubieten und so weiter. Das sehen Sie jetzt noch, aber das ist ja eigentlich eine ganz bekannte Sache. Wir haben ein Besucherleitsystem entwickelt, gemeinsam mit den Künstlern, und letztlich haben wir dadurch auch die nicht öffentlichen Räume gut bespielen können. Ja, es wird bei Performances in aller Regel per Video dokumentiert, und dieses Video wollte ich Ihnen jetzt eigentlich noch kurz zeigen. Es sind 2-3 Minuten, aber ich gehe davon aus, dass wir jetzt keinen Ton haben. Ich probiere es einfach mal. Also wir haben den Film online, aber eben auch auf Festplatte, und ich glaube, das machen wir jetzt besser. Also ganz kurz, wir haben eine Broschüre gemacht zum Thema, also Deutsch-Englisch, die habe ich auch ein paar Mal noch dabei, die können Sie gerne, wenn Sie Interesse haben, vorne einfach mitnehmen. Oder ist mir egal, können auch beide.
natürlich jetzt ohne Ton etwas schwierig, wenn Sie es denn mal sehen. Ah, perfekt, ja, okay. Das ist jetzt die Performance im Refektorium, ist ja klar. Oder? Ja, lass mal. Ich glaube, das ist einfach mit den armen Rechnern, dass der packt dann nicht. Ja. Der Rechner packt schon. Ne, das packt er schon da. Ja, genau, das sind wir jetzt wieder am Anfang, aber es ist wie gesagt sehr kurz. Das ist jetzt die Online-Version, aber tut mir leid. Nee, dann lassen wir es. Lassen wir es einfach. Gut. Von der Zeit her. Also vielen Dank. Ja, und ja, soweit.